Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Kerbel. Weiter geht's bei unserer frohen Gefangenenaustausch- und Basteloperation, die wir hier so betreiben. Und dafür sind wir jetzt, wie angekündigt in der letzten Folge, in dem ersten Schritt angekommen, nämlich dass wir am Space Truck kurz mal Hallo sagen und uns darum kümmern, den Tobi als zweiten Wissenschaftler da abzuliefern. Denn im Labor können halt zwei Wissenschaftler idealerweise forschen und wir haben momentan nur einen Wissenschaftler da, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann haben wir halt noch ein bisschen Platz, dass wir einen Engineer und noch einen Piloten wieder mit zurücknehmen können. Den Engineer, um ihn dann halt quasi an der Minmo Space direkt abzuliefern, damit wir da jemanden haben, der auch die ganzen Reparaturen und Anbauten durchführen kann. Und den zweiten Piloten, um ihn eigentlich wieder nach Kerbin zurückzubringen. Denn, ja, wir haben eigentlich momentan nur Ben zur Verfügung. Alle anderen Piloten habe ich irgendwie aus Versehen auf den Space Truck geschossen, weil ich nicht darauf geachtet habe, wie viele Leute sich heimlich in die Rakete geschmuggelt hatten. Und das war dann doch eine ganze Menge. Und damit wir jetzt mal wieder so ein bisschen Crew auch am Boden haben, müssen wir jetzt halt mal ein bisschen Gefangenenaustausch spielen. Dabei ist mir noch die überaus geniale, gut, so genial ist sie eigentlich gar nicht, aber mir ist die Idee gekommen, der Space Truck hat nämlich, glaube ich, noch Sprit, dass ich mich einmal mit der Klaue nachher kurz andocke und bevor ich abhaue, dem Space Truck einfach ein bisschen Sprit klaue, damit wir mit unserem Gefährt hier noch ein bisschen mehr operieren können im Weltall, weil der Space Truck braucht den Sprit gerade nicht so sehr. Und wir könnten den ganz gut gebrauchen, muss ich sagen. So, jetzt sind wir mal langsam, aber sicher auch in den letzten Metern der Annäherung. Ich mache mal ein bisschen Zeitraffer rein und wir gleichen uns hier speedtechnisch einfach mal kurz an, dass das alles ein bisschen entspannter wird. So, zack. Und dann können wir uns ja eigentlich schon mal darauf vorbereiten, das große Enter-Kommando zu machen. Wir rammen einfach die Klaue an den Dockingport. Das ist quasi der gleiche Kram in grün wie andocken. Nur halt ein bisschen uneleganter. So. Ich würde sagen, 1 Meter pro Sekunde reicht uns. Das sollte dann eigentlich hinhauen, dass wir irgendwie, naja, andocken können halt, ne? So, mal schauen, ob das funktioniert. Oder ob ich da irgendwie vorbei... Oh, das sieht aus, als ob ich dran vorbei haue, oder? Ne? Könnte klappen. Könnte klappen. So, Hauptsache, wir kriegen irgendwas zu greifen, was nicht ein Solarpanel ist. Das wäre schon mal ganz, ganz cool irgendwie. Und alles Weitere klärt sich dann von ganz alleine, dank der Klaue. Ups. So viel zum Thema die Klaue. Oh nein, Panels rein, Panels rein, Panels rein. Oh, oh, Knall. Kleinere Probleme im Weltall. So, ich mache jetzt mal einen Rückwärtsgang rein, dass wir hier nichts abreißen. Vielleicht machen wir die mal ganz kurz rein. Hervorragend unprofessionell angedockt. So muss das sein. So, wir versuchen es nochmal. Diesmal aus ein bisschen weniger Entfernung. Und wir wollen da lang. Und andocken. Greif. Ich krieg's nicht zu schnappen, ne? Ich krieg sie nicht geschnappt. Die blöde Station. Komm schon. Guck mal, mein grünes Licht. Es ist tatsächlich grün. Es ist nur an der Lampe nicht grün. Das ist total doof. So, jetzt müssen wir irgendwie klarkommen hier. So ist darüber. So ist hoch. Dann ist so runter. Ja. Da fände ich ganz cool. Ja, und jetzt nochmal hier. Und vielleicht kann man sich ja da andocken. Das wäre total nett. Irgendwo, wo es kein Panel ist. Nein, nicht das Solarpanel kaputt machen. Das einfach nicht hin, ne? Okay, nochmal auspacken. Vielleicht docke ich mich einfach gleich am Tank hinten an. So. Also, diese kleinen Manöver lassen wir mal lieber. Da kommt sonst nicht viel Gutes bei rum. So, jetzt einmal hier. Wie viel RCS-Treibstoff haben wir für die Kiste eigentlich? Ein bisschen noch. Das reicht noch. So. Das sollte für unsere Zwecke erstmal reichen. Und jetzt machen wir erstmal die Umsiedlungsaktion. Ach, der Antenne ist auch noch draußen. Die hätte ich vielleicht mal reinmachen. Gut, das machen wir gleich noch. Wir docken dann hinten einfach am Tank an. Da ist das ein bisschen einfacher, glaube ich, zu treffen. So, jetzt geht's aber als allererstes mal für den Tobi hier ins Labor unterstützen. Damit hier endlich mal ein paar Forschungsergebnisse zustande kommen.
schön grünes Licht. So schön. So. Da geht es rein für dich, Tobi. Und hinein. Sehr gut. Was haben wir denn mittlerweile geschafft hier im Labor? 7 Science-Punkte, immerhin. Immerhin 7 Science-Punkte. Das ist ja schon gar nicht so schlecht. So, und jetzt können wir mal gucken. Wir haben dann Ingenieure hier. Und zwar den Bill, den Explo, Freaky, den Schnorpel. Der Schnorpel muss hier, glaube ich, erstmal noch bleiben. So, wen haben wir jetzt nochmal als Wissenschaftler? Den Explo und den Tobi. Das heißt, wir haben eigentlich als Engineers nur Schnorpel und... Haben wir echt nur Schnorpel hier oben? Und Bill halt noch, ne? Dann nehmen wir halt Bill mit. Ja, dann würde ich sagen, müssen Bill und Valentina umsatteln. Valentina als Pilotin, die schon mal zurück kann. Und Bill als Ingenieur, den wir rüber verfrachten. Und dann müssen wir noch unser Tankmanöver schaffen, ohne uns zu verletzen. Das hatte ich mir irgendwie einfacher vorgestellt mit der Klaue. Irgendwie wollte ich nicht so. Aber vielleicht geht das am Tank besser. So, wie gesagt, kleines... Oh, da hinten die Sonne sieht aber cool aus gerade. Oder? Das sieht schon ziemlich cool aus. Ist das echt die Sonne? Cool. Ist mir nie so aufgefallen, dass Turbo so gut aussieht. Na gut, jetzt kümmere ich mich mal wieder ums Einsteigen. Und... Boot. Und Bill wollten wir noch mitnehmen. Das senkt hier drüben nämlich auch gleich mal ein bisschen den Verbrauch, sodass der Space Truck noch ein bisschen länger Vorräte hat, als er das momentan hat. Also vom zeitlichen her. Er hat natürlich noch genauso viele Vorräte wie vorher, aber sie verbrauchen sich halt langsamer. Ich bin eigentlich mittlerweile relativ überrascht, muss ich sagen, nach der Holper-Aktion, dass wir gar keinen Solarpanel abgebrochen haben. Also von daher kann ja alles nicht so schlimm gewesen sein. Jetzt muss ich nur einmal gleich mal im Inventory gucken, ob wir alles dabei haben. Eigentlich habe ich alles eingepackt, was der Herr braucht. Werkzeug ist drin, das ist drin, alles gut. Okay. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal das hier aus. Vielleicht hat das uns nämlich auch behindert. Und dann nehmen wir einfach die Space Truck Station an sich als Ziel. Macht es auch ein bisschen einfacher und fliegen jetzt mal. Hoppala. Warte. So lang und so lang. Jawohl. So lang und so lang. Kurz austarieren. Jawohl, alle sind sich einig. Gut. Und RCS feuerfrei. So, wir fahren los. Erstmal auf die andere Seite kommen. Und dann gucken wir mal, dass wir uns da so irgendwo an dem Tank andocken. Da gibt es natürlich auch so wieder so ein paar Solarpanels, die man kaputt machen kann. So. Dass wir lenktechnisch die richtige Richtung erwischen. So ist runter, so ist rüber. Okay. Zack. Und voll frei. Na, kommt er rum. Oh, ist nicht das, was ich gesucht habe. Warte mal. Dann müsste das hier meine Richtung sein. Das ist meine Richtung, die ich suche. So. Gut. Ja, wir kommen rein. Und ein bisschen bremsen. Jawohl. So, und jetzt können wir den hier als Ziel setzen. So, mal gucken. Wo sind wir? Oh, wir sind viel zu nah. Okay, ich muss mal ganz kurz hier irgendwie ein bisschen den Überblick zurückgewinnen. Was für wilde Docking-Manöver das schon wieder sind. So. Zack, also wir bewegen uns in die Richtung. Das wollen wir natürlich nicht. Hä? Irgendwie bin ich gerade verwirrt, was mein Navbar angeht. So, sieht das doch gut aus. Ja. Das kommt immer davon, wenn man... Also ich tendiere ab und zu nochmal in die Richtung zu gucken. Also halt auf den Bildschirm zu gucken, also auf das Bild und nicht auf den Navball. Und sobald man anfängt, irgendwie auf den Navball zu gucken, ist echt alles vorbei. So, und jetzt können wir hier einfach mal die Bremse reinhauen.
Zack, jetzt stehe ich relativ sicher. Set as target. So, was hier ist aus. Und jetzt drehen wir uns nämlich einfach auf den Dockingport hier zu. Stehen ja jetzt hier so. Und was ich jetzt einfach mache, ist ein bisschen weiter drehen. So. Über die Rakete hinweg so ein bisschen zielen. Wir müssen das theoretisch auch aus dem Cockpit ganz gut machen können. So. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Also es scheint, als ob jetzt das hier so in der Mitte ist. Was ist das? Wir probieren es einfach mal, würde ich sagen, oder? Ein bisschen kommt man noch rüber. Nee, nicht darüber. Hier rüber. So ist eigentlich ganz gut. Der Winkel ist auch noch relativ steil. Probieren wir es mal, würde ich sagen. Mal gucken, ob wir den angedockt bekommen hier. Dass er endlich mal greift. Mit seiner blöden Kralle. Ha! Hervorragend, im ersten Anlauf. Sehr schön. Gut, dann können wir uns jetzt hier einfach mal Sprit klauen. So, weil wie gesagt, der Space Truck braucht das nicht, aber wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Und je mehr Treibstoff wir haben, umso mehr können wir noch erledigen. Und wenn es uns nachher langweilig wird, können wir immer noch mal, also wenn wir viel zu viel haben, können wir immer noch zurückfliegen quasi. So, also einmal aufpassen. Kollidieren. So, das heißt, wir haben unsere Crew, Valentina und Ben sollen nachher zurück. Und jetzt gucken wir mal. Irgendwo hier, wo wir sind, ist wahrscheinlich auch, das sind wir selber, Campbell, die Binmus Station. Set as target. Okay, das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir orbittechnisch ein bisschen höher kommen, weil wir wollen, dass die Minmus Station uns einholt. Die ist nämlich gar nicht so weit hinter uns, 260 Kilometer. Periapsis 101 und Apoapsis 101. Das heißt, wir fangen jetzt mal an, uns ein bisschen zu heben. Ist nicht der idealste Punkt, aber ich habe gehört, wir haben gerade richtig gut Treibstoff aufgenommen. Jetzt machen wir immer noch unsere, warte mal, Paneele waren Licht, ne? Das ist egal. Jetzt habe ich sie schon per Hand gemacht. Zack. So, das war nicht der idealste Punkt, aber wie gesagt, wir haben haufenweise Treibstoff aufgenommen. Jetzt pumpen wir mal unseren ersten Orbit mit einem kleinen Winkmanöver zum Space Truck hoch oder die Apoapsis hoch auf. Lass uns ruhig mal 110 für einen Anfang machen. Und dann würde ich sagen, hoppen wir da auch hin und machen unsere Periapsis auch noch ein bisschen höher. Und dann heißt es eigentlich nur noch kurz abwarten, bis wir Kontakt zur Minmus Station bekommen, die jetzt nämlich beginnt aufzuholen. Und durch die Apoapsis-Anpassung unseres Orbits wird das dann hoffentlich nochmal ein bisschen besser. So, wir haben noch 18 Sekunden, das ist ganz gut. Jetzt machen wir es mal ordentlich und vorschriftsmäßig. Und ja, ich weiß, dass mein Antrieb gerade auf 10% limitiert ist und deshalb nicht so viel passiert, aber das ist auch okay. Dann ist das alles ein bisschen kontrollierter. So, weil das müsste eigentlich reichen. 10% Schub und jetzt gehen wir hier auch mal so auf 110 Kilometer hoch. Mit der Periapsis. Ah, das sieht doch schon ganz gut aus. Hier kriegen wir jetzt langsam Intersekt zusammengefrühstückt. Ah, hier war der schon ganz gut. 300 Kilometer, er zappelt so ein bisschen. Aber wir warten ihn einfach mal ab. Also 110, 113, das sieht okay aus. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir einfach mal, weil theoretisch hier haben wir 172 Kilometer Intersekt. Das sollte jetzt relativ flink gehen, dass wir da was rausholen können. Wir haben jetzt 200 Kilometer. Hier oben wird es dann 172 sein und ich denke mal dann noch eine Runde und dann sind wir auch schon da. Nächste Runde sagt er 74 Kilometer, okay. Das heißt, wir verlieren knapp 100 Kilometer Unterschied. Das heißt, wenn wir oben bei der Apoapsis sind das nächste Mal, können wir unser Anpassungsmanöver einleiten, weil noch eine komplette Runde hätten wir dann 30 Kilometer Rückstand quasi. Das heißt, wir können mal schauen, dass wir auf der anderen Seite den Abstand für, oder die,
die Periapsis ein bisschen runterholen und uns näher an die Umlaufbahn von der Mimos-Station ranzerren. Das sollte dann eigentlich ganz gut passen. So, wir sind jetzt hier bei 70 Kilometer angekommen. Jetzt müssen wir mal gucken. 50 ist eine gute Zeit, um noch Manöver zu planen. Also, wenn wir jetzt hier ein bisschen runtergehen, dann zappelt er nur noch ganz wild in der Gegend rum. Na. 30 Kilometer. Ach, ich wollte ja gar nicht runtergehen, ich wollte ja hochgehen. Genau. Ja, also hier konnte man es kurz sehen, auch wenn er jetzt irgendwie dann rumzappelt. Hier ist er. 22 rund. Und wenn wir ein bisschen höher gehen, dann treffen die sich eigentlich. Und das müsste okay sein. So. Nee, stopp. Stopp. Du sollst exaktement dahin. So, das müsste dann hoffentlich. Ach so. Was ist das denn für eine Separation? 21 Kilometer. Ja. Na gut, dann leben wir damit. Warp to next Manöver. Fröhliches Freidrehen. So, wir gehen aufs Manöver und dann gucken wir mal, dass wir uns jetzt so langsam rüber zu Mimos Station bringen, damit wir da die ersten Anbauten vornehmen können. Den Ingenieur am besten auch gleich da lassen, weil dann brauchen wir kein Personal mehr anliefern. So, und jetzt müssen wir mal gucken, was sich hier so ergibt. Also 45, 44, 37 Kilometer Distanz. Mal gucken. 27, was wird? 22, 21. Wir können hier schon mal den Retrograde-Target langsam einschlagen. Also hier gibt es. Wir sind auf jeden Fall relativ nah beieinander. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das hier aussieht. Fliegt der gerade schon irgendwo an uns vorbei? Nicht so richtig, ne? Da kann man noch was rausholen. Kilometer. Das sieht aber besser aus als gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir kommen uns doch relativ nahe. Und gleich geht er an uns vorbei. Er kommt immer noch näher. Sehr schön. Jetzt kommt er auf der Innenbahn lang. Okay, und jetzt müssen wir angleichen langsam. Sonst zieht er uns dann gleich davon. Ich lasse ihn jetzt einmal mal die Uhr. Ja, nicht mehr in den Zeitraffer gehen. Der Reflex funktioniert nicht mehr. Dank Persistent Rotation. Ja, gerade ziehen. Und langsam anbremsen. So, das sieht doch ganz gut aus. Damit sollten wir jetzt dann gleich ein schönes Annäherungsmanöver hinbekommen. Also unter 10 Kilometer zu kommen bei einem Rendezvous ist eigentlich immer so der Part, wo es dann relativ einfach wird, die Orbits aneinander anzugleichen. Von daher bin ich da mal relativ unbesorgt, weil wir sind jetzt auf 9 Kilometer. Und wir haben relativ wenig Unterschied zueinander von der Geschwindigkeit her. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir das jetzt gut hinbekommen. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir uns ein schönes Rendezvous besorgen. Da sind wir. So, und wir wollen ein Rendezvous irgendwo in der Zukunft bekommen. 8 Kilometer ist noch ein bisschen wenig. Und da wir viel Sprit haben, können wir das ein bisschen verkürzen. 8,8. 8,7. 8,6.
6, 8,2, 8,0 und so weiter und so fort. Aber jetzt geht's schnell runter damit. Und der Geschwindigkeitsunterschied ist insgesamt auch okay. So, ich würde sagen, wir bringen das mal so knapp unter einen Kilometer und dann haben wir eigentlich eine schöne Stelle zum Bremsen. Dann regle ich einmal den Antrieb wieder frei, dass wir dann ein schönes, knappes Bremsmanöver hinnehmen können. So, 1,6, 1,7 reicht erstmal. Geht jetzt gerade nicht genauer oder will er nicht, ohne viel Gefummel. Das heißt, wir gehen wieder retour jetzt zum Target und Time Warpen uns dann an den Rest der Anhörung ran. Ja, und dann haben wir ja schon mal einen guten Teil der Mission geschafft. Endlich mal eine Mission, wo man keine Rakete mehr starten muss, weil wir die ganze Zeit schon unterwegs sind. So, unter 2 Kilometer. Jetzt wird's interessant. Wie weit haben wir es noch bis zum Treffpunkt? Eine Minute und ein bisschen. Na, da kommen wir aber doch noch die 1,7 ran, oder? So, und jetzt gehen wir wieder in Richtung Target und machen den Rest unseres Annäherungsmanövers. Und dann haben wir es schon. Dann können die Bauarbeiten beginnen, die der Bill da vollführt. Irgendwann müssen wir mal den Bill auch noch austauschen. Gegen einen von euren Ingenieuren. Und theoretisch hätten wir dann sogar für den Rückflug, das war eigentlich so ein bisschen auch mein Gedankenspiel dahinter, warum ich die Kiste auch nochmal betankt habe. Wir hätten für den Rückflug noch einen Sitz frei, dass wir dann noch gucken könnten, ob wir uns für die Landung noch einen der Kerbals schnappen, die hier im Orbit rumoxidieren, damit wir die dann gleich noch mit nach Hause nehmen. Oder den, keine Ahnung. Das ist aus den Namen für mich bis heute noch nicht klar zu erkennen, ob das ein Er- oder ein Sieg-Kerbal ist. Ich werde auch echt schlecht im Wetten, weil ich nicht mal die 50%-Quote schaffe. Weil die meisten Kerbals, die ich für Kerle halte, sind dann in Wirklichkeit Frauen. Also die Namensgebung auf Kerbin ist schon sehr speziell, sage ich jetzt mal. So, wir bremsen ein bisschen, dass wir hier nicht gleich mit vollem Karacho reinknallen. So, können wir das mal grün anleuchten? Das muss sein. Aha, grünes Licht. Was macht das? Es leuchtet grün. So. 1,5 Meter Annäherung noch. Gleich mit. Man, oh Gott, ich habe noch den Retrograde-Knopf drin. Plötzlich dreht sich die Kiste wieder zurück. Auch nicht so schön. So, das machen wir jetzt mit RCS-Düsen. Hoffe ich zumindest. Oh, das sieht gut aus. Sind kräftig genug. Ja, 23 Meter, da geht noch ein bisschen was. Ich würde sagen, wir parken mal so in 15 Meter Abstand. Das scheint mir ganz angebracht, dass wir die Solarpanels nicht gegenseitig betüdeln und ich vor allen Dingen auch unsere Lampe ganz gut benutzen kann. Oh, so, 15 Meter Abstand, das muss reichen. 14,6 ist auch noch okay. So, ich hoffe, das passt. Und wenn ich mich jetzt aufrichte mit dem Ding, müsste ich eigentlich irgendwie die Lampe in Position kriegen. So, sehr schön und grünes Licht. So, dann können wir nämlich auch sehen, was wir hier eigentlich treiben. Ah, das hatte ich befürchtet, ne? Dass ich da Docking-Ports angebaut habe. Obwohl es eigentlich auch nicht das Schlechteste auf der Welt ist. Aber will ich einen Docking-Port an? Schauen wir mal. Also, als erstes können wir mal den Bill aussteigen lassen. Und dann müssen wir noch überlegen, das eigentlich hinbekommen. Nicht disassemble, du sollst ins Inventory rein. So, und dein Inventory sollst du auch aufmachen. Wir brauchen einen Schraubenzieher. Das ist schon mal nicht schlecht. Und jetzt kommt der witzige Part. Wir müssen das Ding dann auch natürlich irgendwie auch noch hinbringen. Das wird richtig lustig. Aber ich würde sagen, erstmal treffen wir die Vorkehrung, indem wir Platz machen und dafür würde ich den Docking-Port hier erstmal abbauen, tatsächlich. In sphärischem grünen Lichte. So.
Advantage. Dann grabben wir uns den mal und bauen den erstmal irgendwo hier. Was weiß ich. Da so hin. So, jetzt haben wir hier nämlich eine freie Fläche, um die Passagierkabine anzubringen. Jetzt müssen wir die natürlich hinluxieren. Jetzt wird's spannend. Das Ganze machen wir natürlich im Dunkeln, weil ist ja nicht kompliziert genug sonst. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir irgendwie dieses Riesenteil dahin buxiert bekommen, um es anzubauen. Das ist so. Meine Hauptangst ist, dass das einfach viel, viel zu groß ist. Und jetzt? Nee. Ich hätte es gern da angebaut. Too far. Wie viel sagt er? Er sagt too far. Größer als 3 Meter. Wir müssen 3. Ach du Scheiße. Okay. Escape. Close. Das ist mal eine Ansage. Das heißt, jetzt müssen wir natürlich mit so Bauteillieferungen also richtig ran manövrieren. Das wird lustig. Also 3 Meter Abstand ist angesagt. Das wird spaßig. Das wird richtig, richtig spaßig. So, jetzt gucken wir mal. Wo ist denn die Kiste? Irgendwo muss sie doch sein. 28 Kilometer, das ist sie nicht. Da ist sie. Da ist sie. So. Wenn ich mich so gedreht habe, dann müsste ich theoretisch gut ausgerichtet sein für die RCS-Kontrollen. Ich mache das trotzdem mal von draußen. Ich habe das jetzt von drinnen nur gemacht, weil jetzt müsste mein RCS richtig liegen. Genau, jetzt wenn ich runtergehe, geht die Nase auch wirklich runter. Das heißt, jetzt machen wir mal richtig RCS-Kontrolle Anflug. Ich hoffe, ich habe noch... Oh, ich habe noch 4,12 Monopropellant. Was kann da schon schief gehen? So, jetzt wird's lustig. Nach oben als allererstes. So, und dann ein bisschen nach vorne. Und das Ganze auch noch ein bisschen nach links. So, und jetzt müssten wir im Prinzip sowas ähnliches wie eine Annäherung haben. Die uns auf allen Vektoren oder auf allen drei Dimensionen der Station näher bringt. Oh, guck mal, da hinten geht gerade der Mond auf. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? So, und jetzt müssen wir das Raumschiff im Prinzip parallel zum anderen Raumschiff bringen. In unter 3 Meter Entfernung, damit wir direkt aus dem Lagerraum anbauen können. Sehen wir das einfach mal sportlich? Da kann doch gar nichts schief gehen. So, unser Hauptproblem von der Lage her ist eigentlich, dass wir zu weit ab hier sind. So, sind wir noch höhentechnisch okay? Höhentechnisch passt das. Das heißt, wir gehen jetzt ein bisschen nach links. Links ist hier. Zack, zack. So, ein bisschen mehr annähern noch. Langsam geht das Monopropellant alle. Das sieht alles so schlecht gar nicht aus. Ich muss jetzt nur ein bisschen aufpassen. Jetzt dürfen wir nicht zu hoch kommen. Das heißt, jetzt muss ich mal ganz kurz... Hoffentlich ist es gereicht. So, wir sind jetzt höhentechnisch, jetzt kann man das hier schon ganz schön sehen. Wir sind eigentlich auf einer Ebene nebeneinander. Und ich scheine jetzt auch, wenn ich hier mal so über den Rand drüber peile, mich auf der gleichen Höhe zu bewegen, vorwärts und hoffentlich auch leicht nach links. Vorwärts brauche ich nämlich immer noch. So, jetzt noch mal gucken. Von hier kann man das echt gut sehen. Also wir haben noch 2,63 Monopropellant. Müssen wir ein bisschen mit aufpassen, aber das ist auf jeden Fall machbar. Das ist jetzt so ein bisschen Gefummel am Ende des Tages, aber ich glaube, sowas kriegt man hin. So ähnlich laufen wahrscheinlich auch so Annäherungsmanöver an der ISS sehr langsam und sehr vorsichtig, damit man nichts kaputt macht. Weil dadurch, dass wir jetzt natürlich auf 3 Meter ran müssen, ist das auch nicht ganz unstressig. So, und im Prinzip müssen wir sie jetzt ins Seitenfenster bekommen. Jetzt können wir schon mal die Nase noch ein bisschen runternehmen. Zack. Sieht gut aus. So. Jetzt nochmal ein bisschen nach links. So, wieder stabilisieren. Oh,
ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Mal gucken. Zeitraffer finde ich sieht man das immer ganz gut. Okay, jetzt ist Bremsen angesagt, auf jeden Fall. Das heißt, kurz mal ein bisschen die Geschwindigkeit angleichen. Okay, das sieht gut aus. So, und jetzt rüber da. Jetzt musst du noch eigentlich näher kommen. Warum kommen wir nicht näher? Weil meine Nase sich wegdreht. Okay, das belügt mich also quasi. Okay. Einmal das Fenster peilen, da sehe ich sie. Jawohl. 16 Meter. Und der Zeitraffer sagt... Gar nicht übel, sagt der Zeitraffer. Das sieht gar nicht schlecht aus. Wir kommen langsam näher. Es ist noch nicht ganz richtig alles, aber... Aber es ist auch nicht ganz falsch. So, jetzt müssen wir gucken. Also, wir müssen jetzt ein bisschen nach rechts stabilisieren. Und dann müssen wir ein bisschen runter. 1,14 Monopropellant, das ist auch okay noch. Und wir müssen ein bisschen noch vorwärts. So. Ja, wir kommen ran. Wir kommen ran an die Station. Nicht schnell. Dafür haben wir einfach nicht genug Monopropellant, aber wir kommen ran. So. Ist ja auch mal ganz spannend, so irgendwie so zwei so Fahrzeuge quasi auf 3 Meter nebeneinander setzen zu müssen. Wahrscheinlich würde da jetzt auch so ein Docking Port Alignment Indicator total helfen. Haben wir aber nicht. So, jetzt gucken, Höhe passt. Leicht Schub nach links nochmal. So. Jetzt müssten wir eigentlich alles kriegen, was wir wollten. Nee, irgendwie kriege ich das nicht. Hä? Was hindert mich? Was treibt mich denn jetzt weg? Ich wollte doch nach links. Auch getan. So. Jetzt kommt er aber. Jetzt kommt er. Und ich gehe noch ein bisschen zu weit nach unten. Das heißt, leichter Schub nach oben. Ja. Ah, mal gucken, ob wir das noch sauber genug austariert bekommen, um Zeit fürs Bauen zu kriegen. Jetzt muss ich, glaube ich, gleich mal wieder ein bisschen bremsen. Ja. So, nochmal ein bisschen bremsen. Ganzen Schose. Noch ein bisschen nach unten feuern. Und nach links. Ah, es passt. Es passt. Ist alles nicht so wild. Es haut genau hin. Sehr cool. Ich glaube, es wird jetzt auch sogar schon reichen, glaube ich. Also das sind bestimmt keine 3 Meter mehr. Ich mache jetzt mal langsam ein bisschen noch Bremse rein hier, dass wir nicht dagegen knallen. Ja, das war schon fast ein bisschen zu viel des Guten. Ich will ja auch nicht abhauen. So. Für mich sieht das gut aus. Wir probieren es, würde ich sagen. Wir probieren es. Also, loslassen, an damit und wir gucken, ob wir es schaffen von hier aus. Ah, guck mal, das ist ja so nah beieinander, das muss ja eigentlich, da kann ich ja gerade quasi, ich hoffe, das passt hier überhaupt noch hin. Awesome, mal gucken, ob wir das wäre Hammer. Aber ich habe auch ein bisschen Angst gerade, dass wir so nah dran sind. Nee, ist richtig gut. Ja, cannot blah, because blah is not equipped. Du bist super. Okay, mach bitte, equip dein Schraubenzieher bitte. Danke. Es war natürlich fatal von mir davon auszugehen, dass du den einfach ausgerüstet hättest. Was denn? Too far away, 4, irgendwas Meter. Komm, okay, dann. Bisschen, ne? So.
Jawohl! Wir haben die Kabine angebaut. Sehr cool. Und weil es gerade so gut läuft, würde ich sagen, bauen wir noch den Dockingport wieder zurück, den wir da kurz zwischengeparkt hatten. Grab und bauen den quasi vorne wieder ran. Jawohl. Sehr gut. Ich würde sagen, der Bill hat das voll unter Kontrolle. Jetzt müssen wir nur noch gucken, kann ich denn jetzt eventuell umladen hier? Jetzt habe ich hier natürlich coole Sachen mit dabei. Die würde ich gerne in den anderen Raum legen. So, mal gucken, ob das funktioniert, dass man sich so quasi hier rüberhangeln kann. Nee, schade. Na gut. Das heißt, wir nehmen Dinge. Ich fliege gerade in die andere Richtung weg. Verdammt. Okay, ich würde gern hier so irgendwie stecken bleiben. Jetzt geht das wieder zu, ne? Ich glaube, wir docken das Schiff gleich einfach an zum Umladen. Ich glaube, das mache ich gleich noch. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Wir sind jetzt nämlich übrigens schon deutlich über die 30 Minuten rüber. Und der Bill, würde ich sagen, geht jetzt mal da in seine neue Heimstätte. Und wir docken in der nächsten Folge da hinten unser Tüdelding an. Dann ist das mit dem Umladen wahrscheinlich ein wenig einfacher. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen in dieser etwas bastellastigen Folge von Hardcore Kerbal. Ich freue mich auf die nächste Folge und sage wie immer, mein Name ist Robert und tschüss.